Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller Arntürch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Sammlungen und dort sind wir dann einmal hier bei dem Achievement Pyramidenplan und für dieses müssen wir Folgendes machen. Bringt Tauschfelsbrocken mit, um mit Ponzo Bravius zu tauschen und bringt ihm auch seinen Hut und dafür gibt es den Bonustitel Tauschboss. Und ja, was müssen wir da jetzt machen? Wir müssen als allererstes nach Loam und hier haben wir einen NPC stehen, der schimpft sich Ponzo und bei dem können wir verschiedene Sachen kaufen gegen, wenn dann, Tauschziegel oder die Tauschfelsbrocken, wenn ihr schon ein bisschen weiter im Ruhm seid. Für das Ganze empfehle ich ein bisschen weiter im Ruf zu sein, denn ihr schaltet ab einer Ruhmstufe von 12 eine neue Währung frei, die Tausch, also hier den verbesserten Tauschhandel. Da kosten dann die ganzen Sachen nicht mehr Tauschziegel, sondern Tauschfelsbrocken. Und zwar kostet alles weniger Felsbrocken als Ziegel, ja? Und dementsprechend kriegt ihr die Geschichten halt dann günstiger. Ihr bekommt durch alle Quellen, wo ihr vorher Tauschziegel bekommen habt, dann auch Tauschfelsbrocken. Was sind die Quellen? Naja, die Quellen sind einmal eine Weekly-Quest, die wir machen können. Und zwar zwei Stück. Die gibt es jeweils in Waldracken bei dem Händler, ne? Also bei diesen Berufshändlern oben. Da müsst ihr einfach jede Woche andere Materialien hier unten im Lager abgeben. Gibt es jeweils 5, also 10 in der Woche. Die anderen Methoden, um die quasi in die Brocken oder Ziegel zu kommen, es gibt verschiedene Kisten. Es gibt einmal eine durchnässte Truhe, die ist hier in dem See drin, die könnt ihr jeden Tag aufmachen. Da kann ein Ziegel oder Felsbrocken drin sein. Und hier in dem Lager gibt es insgesamt 4 von diesen ritualen Opferungskisten, die ihr auch jeden Tag aufmachen könnt und wo ihr dementsprechend diese Items drin habt. Dann ist es so, dass ihr auch noch weitere Kisten aufmachen könnt. Und zwar, wenn wir ein bisschen höher im Ruhm sind, können wir verborgene Schätze aufmachen. Und die können in der ganzen Zone sein. Da können auch diese Dinger drin sein. Ich persönlich mache es so, dass ich die 2 Weekly-Quests immer mache. Und dann schaue, dass ich, wenn ich dran denke, jeden Tag die 5 Kisten mitnehme. Also die hier plus die hier. Und wenn ich dann noch irgendwo verborgene Kisten finde, nehme ich sie mit. Aber ich suche da jetzt nicht extra nach. Eine weitere Möglichkeit, diese Abzeichen zu bekommen, ist, wenn ihr dieses Grabespiel macht. Und zwar haben wir ja bei den Myrdit oder wie der heißt, da hinten, diese Möglichkeit, dreimal die Woche quasi hier graben zu gehen. Und dort können in dem Beutel auch immer diese Abzeichen mit drin sein. Diese 3 Pläne kriegt ihr eigentlich einen immer for free jede Woche. Den anderen bekommt ihr gegen Währung bei ihm hier. Aber es lohnt sich, es kostet weniger, als dass man durch den Schatz am Ende rauskriegt. Und das dritte kriegt man, wenn man die Weekly Chest hier sich holt, wo man 1500 Ruf in der Woche farmen muss. Und dann gibt es einen kleinen Beutel und da ist auch immer eine von diesen Grabkarten drin. Oder Grabungskarten, je nachdem, wie man die beschimpfen will. Genau. So, wo kriegen wir jetzt den Hut her? Also, wir wissen jetzt, wo wir die Brocken herkriegen. Wir können den Hut bei ihm eintauschen. Aber ihr seht, das ist jetzt hier bei mir nicht mit dabei. Und zwar müssen wir ihn nämlich einmal anquatschen. Und da müssen wir ihn hier um die Kopfbedeckung fragen, dass wir die eintauschen können. Und dann sagt er uns, er will hier 9900 Brocken haben, ne? Also, was schon ziemlich viel ist, würde ich mal behaupten. Dann können wir quasi hier den Dialog, wenn wir weitergehen, auf 4900 runterhandeln. Dann sagen wir, es ist immer noch zu viel. Dann sagt er 999. Dann sagen wir, wie wäre es mit 50. Und dann gehen wir auf 100. Und ja, dann, wenn wir komplett den Dialog durchgeklickt haben, haben wir uns quasi am Ende geeinigt auf 249. Oh, danke euch. Und dann kriegen wir das Ding auch für 249. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet hier, wie ihr seht. Dann können wir uns nämlich einfach hier den Hut kaufen. Und wenn wir uns den Hut gekauft haben, gibt es auch das Achievement. Mehr ist es tatsächlich nicht, ne? Ihr müsst halt den kompletten Dialog einmal durchklicken. Ich gebe euch jetzt noch eine kleine Info, was ihr auch noch machen könnt, was ich jetzt gerade am Anfang bei den Erklärungen vielleicht noch ein bisschen außen vor gelassen habe. Ihr könnt auch, sobald ihr auf Ruhm 20 seid, Tauschbrocken gegen Ressourcen eintauschen. Und zwar, wo haben wir es? Hier beim Ruhmhändler könnt ihr dann gegen 100 Vorräte quasi die einen Tauschfelsbrocken kaufen. Ja. Das ist sogar Battle.net-Account-mäßig freigeschalten. Das könnt ihr mit allen Twinks machen. Falls ihr dann da ein paar Pets kaufen wollt, könnt ihr das dementsprechend mit den Twinks machen, wenn ihr dann noch Ressourcen über habt. Heißt, für diese knappen 250 braucht ihr halt schon einiges an Marken. Ne? Also was braucht ihr da? 25.000, wenn ich mir jetzt nicht ganz verrechnet habe? Genau. Oder ihr farmt halt auf den normalen Wegen, wie ich es euch vorhin gerade erklärt habe. Gut, mehr ist es tatsächlich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Brocken
farmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.